Grüß euch Leute. Heute haben wir ganz was Neues. Aprilia RSV4 1100 Factory. Hat 177 Kilometer drauf jetzt. Habe ich jetzt einmal nur, den Agrapovic drauf geschraubt, habe ich mal noch geschaut, wie mager es ist. Ist nicht so extrem gewesen, wie ich jetzt erst geglaubt habe. Habe jetzt mal die Erstmessung gemacht, unsere Eingangsmessung, und ich muss sagen, ich bin recht begeistert, weil das Ding hat bereits serienmäßig, wie gesagt, 177 Kilometer drauf, Agrapovic drauf geschraubt, hat 200 PS auf der Kupplung. Also muss sagen, alle Achtung, geht recht gut. Was wir jetzt schauen, durch das, dass das ja eigentlich ein bisschen für den Ring hergerichtet ist, weil das soll schon demnächst im Misano fahren, in ein paar Tagen, muss ich jetzt einmal schauen, dass ich die ganzen Glockenstöder wegprogrammiere, die Lambda-Sonden wegprogrammiere, die Spritmengen anpasse, Drosselklappen-Kennlinien anpasse. Wenn ihr schaut, da ist ganz was Spezielles hinten drauf. Die Schwingen ist eigentlich ein Werksschwingen, die, was sich die Kundschaft geleistet hat. Das hat er schon umgebaut. Und ja, ich sag, wenn ich soweit bin mit Lobstimmen, dann sagen wir euch das doch jetzt gleich dann noch weiter. Heute haben wir Tag 3 von der Aprilia RSV4 1100 Factory. Bin jetzt fertig mit der Abstimmerei. Hauptsächlich ist es einmal darum gegangen, weil ja das Fahrzeug komplett auf Rennstrecken umgebaut ist, ist es hauptsächlich heute darum gegangen, dass man die ganzen Lambda-Sonden wegmontieren kann, den Auspuff, Glockenstöhl, Motor, ja, dann die Spritmenge anpasst auf die komplette Auspuffanlage und ganzen Fehlermeldungen, was halt noch auftaucht sein. Was neu ist, Drosselklappen habe ich umprogrammiert, dass es ein bisschen aggressiver ist für die Rennstrecken. Die Spritmengen natürlich anpasst und ein paar so Limiter, die was drinnen sein, einfach aufkommen. Und bei der Eingangsmessung haben wir 200 PS auf der Kupplung gehabt, mittlerweile haben wir jetzt 203. Bei der Eingangsmessung war aber auch schon da Agrapovic draufgeschraubt. Also wir haben es nicht komplett gemessen mit dem Originalauspuff, sondern wir haben schon Agrapovic drauf gehabt, wie wir gemessen haben. Jetzt Spritmenge natürlich anpasst. Wenn man schaut, auf 100% die Drosselklappen offen, hat es schön zugelegt, eigentlich zwischen 8,5 und 11,5. Da sind gleich ein paar Newtonmeter mehr dazu gekommen. Aber der große Unterschied wird einfach sein dann im Teillastbereich drin, wenn man das Gas anlegt. Was wir angemacht haben ist, wie das Fahrzeug gekommen ist, habe ich natürlich den Originaltest angehängt und habe einmal geschaut, ob es eine neuere Softwareversion gibt. Es gibt tatsächlich eine neuere für das. Natürlich haben wir zuerst das Fahrzeug updated, dann wieder das Steuergerät ausgelesen und dann das Update eigentlich bearbeitet, damit es funktioniert. Und ich sage, jetzt sind wir fertig und das Fahrzeug ist morgen oder übermorgen schon wieder am Weg nach Italien auf dem ersten Rennstreckentermin. Ciao, viert euch Leidl!